Mutter, habe ich dir mal gezeigt, was mir Gina Lisa für Sprachnachrichten schickt? Piste, die steht auf mich. Die liebt mich, Habibi Wallah. Hast du noch? Ich zeig euch mal, willst du mal die letzte Sprachnachricht von Gina Lisa Maus? Mutter, ich sag dir ganz ehrlich, ihr hört jetzt die Sprache, ich denk, ja klar, da ist der Knossi dreimal drüber gerutscht. Bin ich nicht einmal. Ist richtig. Nicht mal die Hälfte, nicht mal Petting. Nee, nicht mal, was? Petting. Also jetzt ist hier... Ja, ich nenn mal doch so. Ich rufe jetzt mal Gina Lisa an, du redst mal mit der. Oh, jetzt hör schon mal. Jetzt geh ich mal aber auf ich den mag Tag. Das so Symbiosen schaffen. Kennt ihr das, Chat? So, weißt du, was wird wohl meine Mutter... Wie wird meine Gina Lisa mit meiner Mutter reden? Einfach so. Hallo, hier ist die Mutter von Knossi. Wie geht's, was machst du? Eigentlich solche Formate müsste es geben, wo verschiedene Welten aufeinanderprallen. Ja, du bist ja... Komm, Gina Lisa, ich rufe dir. Die geht dran mit... Hi, Baby. Willst du mal hören jetzt, Mutter? Die Nachricht. Nein. Hör doch mal, was die mit mir redet hier. Hör dir das mal an. Hallo mein Schatz, ich hoffe, dir geht's gut. Hast du noch so ein T-Shirt von dir? Das wäre super. Ich würde gerne so ein T-Shirt haben. Also eins oder zwei. Was? Telefonalge. Zwei Stück, das wäre super, mein Schatz. Sag mir mal Bescheid. Und hat der René sich bei dir gemeldet wegen... Blablabla, pass auf. Du geile Sau, Alter. Du bist ja auch immer wach. Das kann ja gar nicht wahr sein. Also wenn du mal nicht weißt, wenn du anrufen sollst, irgendwie ruf mich an, weil ich bin irgendwie auch immer wach. Wenn du wach bist, bin ich auch wach, mein Schatz. Ich hab dich ganz doll lieb, mein Baby. Weißt du, wie du es wieder gut machen kannst, wenn wir uns einfach mal wiedersehen? Ich schwöre, ich vermisse dich. Weißt du noch, wie durch Köln Verfolgungswahn, Alter. Du bist überall gewesen, wo ich war, mein Schatz. Ich hab dich ganz doll lieb, Baby. Meld dich und ich hoffe, wir sehen uns bald. Kussi. Ich hab mit der wieder was gelaufen. Glaube ich dir. Ich schwöre, ich hab mit der, ich hab die Zunge da nicht drin gehabt. Oh, hör doch an. Nein, ich sag dir nur, das hört sich aber so an. Ja, die schwätzen halt so. Das ist Gina Lisa, Kampf der Reality Stars, Germany's Next Topmodel. Jetzt bin ich hier ganz verstrubelt. Die Ex von Dings, die Ex von Donks. Ich bin da ausgestiegen am Savoy Hotel in Köln. Ich steig aus, Gina Lisa mit dem Hund. Komm her. Ich pass auf, dann guck DJ Otto mal an so. Wieso? Geil auf den. Was? Ja. Wie war's, der ist ja jetzt... Komm, jetzt. Ja, aber sowas macht die so. Dann guckt die auf mich. Aha. Und dann guckt die. Ach, du warst nicht ihr Fall. Hä? dann, ich sag zum Ottomann. Ich hab schon die Zimmer für uns gebucht. Der hat einen Einzelnen. Mach's doch mal. Ist gut. Auf jeden Fall, das ist ein nettes Mädchen. Ich glaube einfach, dass die in ihrem Leben... Man hat gemerkt, die war so ein bisschen ängstlich beim Live-Treffen. Aber dann hat sie sich immer gemeldet und so. Ich glaube, einfach immer an falsche Leute geraten. Ganz nettes Mädel, darum redet die so mit einem. Und ich glaube, die redet so mit jedem. Und ich glaube, es ist ein ganz nettes Mädel. Ja, kann auch sein.